herzlich willkommen zu einem neuen Short Review Review Let's View des Thomas Action Figure Digest 190. Und lesen muss man auch können. Egal. So, es ist ein amerikanisches Toy-Magazin, was Neuheiten oder auch ältere Spielzeuge einfach mal ein bisschen betrachtet. So, und dann schauen wir uns auch gleich das Cover an. Arkham Asylum Figuren. Ja, was wir gesehen ja hier ist Scarecrow, dann Batman, Harley Quinn und Joker und hier die Puppe vom Bauchredner. Ich komme gerade nicht auf seinen Namen. Und dann schauen wir uns das doch mal alles genau an. So, hier haben wir gleich erstmal Werbung und eine Übersicht, was so kommt. Hier haben wir ein bisschen G.I. Joe und ähnlichen Stuff. Ja, und das Heft kommt, ist aus dem Jahre, ich gucke jetzt genau, 2010, von 2010. So, fangen wir doch mal gleich richtig an. Und hier sehen wir Batman Asylum, nochmal Figuren, nochmal genauer, die vom Titelblatt, ein bisschen anders arrangiert, aber im Endeffekt kaum ein Unterschied dazu. Dann DC Direct, also ein paar bisschen kindgerechte Figuren von Poison Ivy, Harley Quinn und Batgirl, Green Lantern, coolen Batman, so ein schwarz-weiß Look, Supergirl. How to Train Your Dragon Figuren, auch nicht schlecht, so kleine, ja, Drachen, ja, das ist direkt vom Film, aber auch so ein bisschen, ja, ach, schon lustig irgendwo, Kronke, Chopper. Ja, die haben natürlich jetzt andere Namen. Hicks heißt Hiccup im Original. Ja, Hicks ist also im Endeffekt Hicks oder Hiccup. Es heißt Schluckauf auf Deutsch. Und Schluckauf ist natürlich ein doofer Name, deswegen haben sie ihn Hicks genannt. Was ja das Geräusch ist. Hick! So, Informationen, sowas, ein bisschen News. Und ein Thema, was es bei uns wirklich nicht so stark vertreten ist, McFarlane Toys hat auch Figuren von ihren Helden aus dem Bereich Football und Baseball präsentiert. Und ihr seht hier die Namen. Ihr könnt euch selbst ein Bild machen. Ich kenne keinen davon. Ich bin in den beiden Bereichen. Ich weiß, wo wieder kenne die Spiele, aber ich habe da keine Ahnung von. So, was haben wir denn als nächstes? Oh, cool, wir fangen gleich mit Transformers wieder an. Auch zu den Movies. Wir sehen, das ist die Movie-Schrift. Hier haben wir Ironhide, Rescue Ratchet. Also die haben natürlich viele Versionen von den gleichen Figuren oftmals im anderen Design eben rausgebracht. Und hier sind irgendwie so kleine Roboter noch dabei. Dann haben wir hier, ja, das ist eine Figur, die auch als Beachcomber schon anders rausgebracht wurde. Hubcap, auch so ein klassischer Hot Rod. Drift ist ein Charakter, der als erstmals in einem Comic zu sehen war. Bumblebee haben wir auch. Aber den Sandstorm habe ich gar nicht so auf der Liste. Ich bin ja so ein Beachcomber-Fan. Da muss ich mich nochmal schlau machen. Auch weiter geht es. Hier noch so ein paar Movies. Ein bisschen einfach gehaltener Prime. Payload, ein Constructicon. Hier geht es noch mit Constructicons weiter. Hier haben wir einen klassischen Trust, ein bisschen im G1-Style, der sieht wirklich gut aus. Seaspray, auch eine meiner Lieblingsfiguren aus G1, aber das ist, mit dem bin ich nicht warm geworden, deswegen habe ich mir ihn auch nie gekauft. Von diesen, ich habe eine Menge Movies, aber die habe ich nicht. So, Ultimate Fighting Championship, auch ein Sport, der mir nicht viel sagt und ich kann auch zu den Leuten nichts sagen. Es ist halt, ja, nicht Wrestling, aber ein bisschen härtere Kämpfe in einem Käfig. Die Gesichter sind ganz gut getroffen, scheinbar. Ich kenne die Originale nicht, aber ich finde, sie sind schon sehr lebendig. Hier haben wir auch weiter. Hier haben wir nochmal so Spielzentren. Hier sind, glaube ich, etwas kleinere Figuren. Hier haben wir davor auch einen Ring und es gibt natürlich auch die Gürtel, was das Kämpferherz gerne hat.
Oh, jetzt kommen wir schon was Interessanterem. Sideshow Collectibles, die ja sehr, sehr gute Statuen machen und Büsten, die sind sehr groß, teilweise bis zu einem halben Meter, vielleicht sogar teilweise größer. Sehr detailgetreu, aber auch sehr teuer. Also man legt 1000 Euro oftmals schon hin für so eine Figur. Hier haben wir eine schöne Indiana Jones, klasse Leonardo-Figur. Leonardo. Mit zwei verschiedenen, mit den verschiedenen Augenbinden, ist ein bisschen verwirrend. Patient Zero aus, keine Ahnung woher. Dann haben wir hier ein Jake Gyllenhaal aus Prince of Persia. G.I. Joe ist natürlich auch sehr beliebt, hier haben wir Red Ninja. Auch hier Venom. Es ist ein Venom T-Rex. Das ist auch aus irgendeiner Manga-Serie, die ich jetzt nicht persönlich kenne. Obwohl hier steht was von Akira. Ich habe Akira, muss ich gestehen, immer noch nicht geguckt. Irgendwie hat sich das immer nicht ergeben. Lord of the Rings. Plüschfiguren mit schönen Artwork hier. So ein Mack. Dann haben wir hier Comic Book of Heroes. Ja, Helden. Ich bin jetzt nicht so vertraut mit den Figuren. Schaut euch die an, sieht nicht schlecht aus. Toy Story. Lego Toy Story. Auch etwas, was es nicht mehr gibt und auch ein Sammlerstück ist mittlerweile. Toys R Us speziell. Die haben ja auch gerne zusammen mit Target auch spezielle Sachen manchmal rausgebracht, die nur in Amerika erhältlich waren. Teilweise wurden sie auch nach Deutschland Toys R Us dann gebracht. Für Sammler natürlich etwas schwer manchmal zu bekommen. So also ein klassisches Ich ärgere dich nicht. Ja, hier, so sieht das im Laden aus, wenn ihr alles präsentiert. Und dann haben wir hier auch wieder den Speed Shop, also sprich Hot Wheels. Was haben wir denn da? Und dann fangen sie auch gleich an. Passend, hier sehen wir schon Toy Story Hot Wheels. Das seht ihr, ist auch zu filmen. Und zu Cars, Disney Cars, gibt es auch Hot Wheels. So besondere. Und dann schauen wir doch mal gleich, wie es weitergeht. So, hier haben wir natürlich auch ganz viele verschiedene Autos. Und hier seht ihr schon ein Buzz Lightyear. Hot Wheels. Können wir mal sehen, ob noch ein Woody und Co. Nee, ist jetzt hier nicht zu sehen. Kann ich jedenfalls nicht sehen. Auch sehr, sehr interessant. Schöner Jet. Hubschrauber. Also Hot Wheels ist sehr vielseitig, was sie alles rausbringen. Ich staune immer wieder. Hier haben wir einen Woody. Das ist der Woody. Nicht schlecht. Auch hier wohl ein klassischer Hot Wheel, wie er früher mal auch teilweise draußen war. Ich muss zugeben, Hot Wheels habe ich nie so gesammelt, aber Hot Wheels ist ja nicht das erste bei uns. Waren die britischen Gorgi Toys vorher zu sehen. So, was haben wir denn da noch? Visit Hasbro, ja, hier ein ganz, ganz altes Mensch, ärgere dich nicht Spiel. Hier haben wir noch alte Figuren, alte G.I. Joes. Hier haben wir ein Clue, ein klassisches, das haben sie so als Bild. Also richtig die Klassiker so ein bisschen aufgestellt. Mr. Potato Head, der war ja auch schon eine eigene Spielfigur, sehr, sehr berühmt. Eins der erfolgreichsten Spielzeuge zu seinen Jahrgängen. Hier könnt ihr die Rahmen sehen von Figuren, von ihren besonderen Veröffentlichungen, Fahrzeugen, auch absolut kultig, G.I. Joe, auch hier noch ältere G.I. Joes, verschiedenste, ein Diorama, ein Iron Man. Hier sehen wir auch besondere Figuren, Sesamstraße, Prototyp von dem Bat, G.I. Joe Roboter. Hier könnt ihr auch die verschiedenen Entstehungsphasen vermutlich sehen. Das ist alles Shipwreck. Also man konnte sozusagen einen lehrreichen Gang durch Hasbro machen. Nicht schlecht. Auch hier Artworks der Figuren, wie sie sind. Vorherzeichnungen, wo man Planungszeichnungen, wiederum Prototypen, die verschiedenen Teile, die zusammengesetzt werden oder mitbesetzt werden. Hier haben wir Fahrzeuge. Das geht auch hier schon um den Film G.I. Joe The Rise of Cobra, also der Kinofilm, der dann 2010 oder 2011 herauskam. Ja, und dann haben wir hier schon Marvel. Ja,
Mary Jane, Spider-Man, den Winter Soldier, auch weiter, auch hier noch so verschiedene Spielzeuge, Fahrzeuge zu Spider-Man, da ist ja auch sehr, sehr viel rausgekommen aus den Secret Wars Comics. Figuren werden auch immer mal wieder modernisiert und dann neu aufgelegt in dem Stil. Und Star Wars, klassisch, hier so mit Tech-Spec-Card, mit Würfel, also so ein Würfelspiel ist das. Ne, es ist so ein Würfelspiel, wenn man die Figur hat, kommt man mit Waffen ausstatten, auch sehr lustig. Habe ich in Deutschland nicht gesehen. Die Figuren sehen wirklich sehr, sehr gut aus, muss ich auch zugeben. Also hier ist klassisch Star Wars, er sieht sehr geil aus, auch Hahn hier, Borsch, Leia, klasse, auch er, ja, super. Also echt, echt klasse, habe ich aber nie gesehen in live, muss ich zugeben. Nicht schlecht. Und hier haben wir klassische Karten, so Retro-Style-Figuren. Also Retro, wirklich 80er Jahre Karten, Backkarten. Mich stört nur dieser Aufkleber, der dauerhaft da drauf ist, weil das verhunzt das hier. Hans Gesicht ist komplett verdeckt. Weil es gab damals hier ein Free Boba Fett. Das ist ja so eine klassische Werbung gewesen damals. Aber es sind, weil man einen erstmals Boba Fett zum Einsenden bekommen hat. Ja, hier sehen wir echt, die Figuren sind alle recht gut getroffen, aber eben halt auch aktuell gemacht. Boba Fett ist sehr schön, nicht schlecht. Ja gut, Nachbestellung vom Tomat. Prince of Persia war auch gerade im Kino 2010, konnte man sich den Dolch kaufen, ein bisschen Actionfiguren. Kleines Diorama, Action-Diorama, gar nicht schlecht. Wir haben hier wieder Baseball-Figuren von ja, Playmakers, sagt mir nichts. McFarlane Toys war das, was wir vorhin schon gesehen haben. So sehen die verpackt aus. Und dann haben wir hier nochmal Galadriel von Herr der Ringe. Und hier unter anderem Twilight. Figurenpuppen, nicht schlecht. So, und hier konnte man wohl was gewinnen. Konnte man eine Retro-Transformers Wiederauflage gewinnen von Transformers Universe. Gab es aber auch regulär zu kaufen. Ja. Seite haben wir noch Indiana Jones Figuren, auch sehr, sehr klasse. Und hier nochmals ein Artwork von Sideshow Collectibles, der Firma, mit so ihren ja, besonderen Highlights aus der Zeit gerade. Ja, wir haben schon zwei tolle Actionfiguren, aber neuere, denn man merkt das schon. Aber rarely seen, also sehr selten zu sehen. Auf der Rückseite Star Wars Werbung von den Figuren Only a Toys R Us, wird hier dann eine Figur von dem Dark Trooper. Ja, und das war's. Legen wir hier rüber. Das war der Let's View zum Tomat Action Figure Digest 190 aus dem Jahre 2010. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst gerne ein Like, ein Kommentar, darüber freue ich mich am meisten. Und ein Abo auch, damit ihr auf dem Laufenden bleibt, was ich demnächst bringe. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal.